Meine Damen und Herren, herzlich willkommen live aus dem End zusammen mit Klum. Aus dem Ender-End quasi. Aus dem Ender-End, aus dem End 2. Ja, wohin der Skateboy hat sich, weiß nicht, entscheid du. Der Skateboy hat es schon, darf man das schon sagen? Hast du in der letzten Folge geholt, oder? Ja, yeah, das ist bei mir schon. Er hat schon Elytra und ich will auch noch einen. Der Skate hat gesagt, hey Klum, ich helfe dir. Okay, die Treppe da drüben habe ich vorhin gebaut. Ja, das dann heißt, können wir das einfach dann lang einfach. Weg. Ja, okay. Ja, wir können, also da finden wir halt auf jeden Fall die andere Enter Fortress. Wir können dann von da aus zum Beispiel weitergehen, so. Ja, können wir machen. Erstmal ein bisschen Ansatz. Weiter weggehen und so. Wie gesagt, ich habe Silk Touch und eine Ender Chest. Das heißt, wir können die wichtigen Sachen dann einfach ins Inventar legen und es dann umbringen. Also. Ja, easy. Das kann ein One-Way-Ticket sein. Okay, Ziel ist halt echt nur Elytra. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Was habe ich? Hast du Essen? Ja, 2 Stacks. Okay, ich habe 3 Stacks davon. Das ist okay. Ah ja, ich habe 1 Stack Huhn und 1 Stack. 1 Stacks. 1 Stack Huhn und 1 Stack Steak. Und 3 Spitzhacken und sowas. Sollen wir uns mal kurz an den Enderdrachenkampf zurückerinnern? Was hältst du davon? Ja, der wäre ziemlich cool, weil was ich machen werde. Jetzt wundern sich die Leute, hä, was macht denn da? Obwohl, ich habe das wahrscheinlich in der letzten Folge schon gemacht. Hin? Du hast den Weg schon mal gelaufen. Da hinten ist der Weg. Das ist wirklich ein bisschen aufregend, Leute. Das ist wirklich ein bisschen. Ja, wir sind nur sehr gechillt, weil halt, ne, der große Kampf ist jetzt vorbei. Ja, das ist schon mal ganz gut. Leg Attack hat wieder seinem Namen alle Ehre gemacht. Dachte ja, ich wenn, gerade, das, da wenn ist ich einer, wegen Leg sterbe, dann raste ich aus. Bin wegen Leg gestorben. Wenn ich gerade den Elytra habe, den nicht in die Energies packen kann und dann wegen Leg sterbe, dann würde ich richtig ausrasten. Ja, aber dann das kann nicht passieren, Gott sei Dank. Dann würde ich den wieder. Weil du in einer sicheren Umgebung bist. Okay. Ja, also entweder wir bauen uns darüber oder wir nehmen oder den hinten. Anderen Weg. Okay, wir nehmen den anderen Weg, oder? Oh, die hinten sieht auch gut aus. Ah, da hinten ist auch schon wieder auch. So viel einfach, ne? Mhm. Okay, wir müssen uns entscheiden, wo lang es geht. Dann nehmen wir den anderen Weg. Hinten, ne, ja. Wir könnten auch eigentlich in verschiedene Richtungen. Wenn wir das nächste Mal so eine Option haben, wo zwei Inseln relativ nah an einer sind, bauen wir uns einfach beide auf unterschiedliche Inseln. Das machen wir dann. Genau das habe ich doch vorhin ja, gesagt. Ja, weiß ich ja. Ich meine damit nur, dass wir deinen Vorschlag umsetzen. Okay. Wir sollten mal ein paar Endermänner töten. Man ist nämlich wesentlich schneller, wenn man genug Enderperlen hat. Ja, aber ich habe kein Schwert und keine Rüstung. Dann macht das richtig Spaß hier. Musst du einfach nur so ein bisschen. Boah, das war gerade auch ein bisschen risky, wie ich hier rumhüpfe, wie so ein Hoppelhase, so hopp, hopp, hopp. Du bist eine Gazelle. Eine junge Gazelle? Ich hab noch nie eine Gazelle abstürzen gesehen, aber sieht sicher saulustig aus. Ich kenne nur Helge Schneider, Gazelle. Oh Gott. Ich folge deinen Cobblestone-Blöcken, ne? Ich bin jetzt bei 2,6 und 500. Hier, da bin ich auch. Ich hab ein Schiff. Wo? Ich hab halt ernsthaft ein Schiff. Wo bist du? Da ist ein Schiff. Ich hab eine Festung. Sag mir deine Koordinaten. Ah, warte, bleib stehen, ich seh dich. Bleib stehen. Hier ist ein Schiff. Ein noch nicht gelootetes Schiff. Wie gut ist das denn bitte? Wie gut? Da ist halt ein Schiff. Oh Gott. Und gerade als ihr die Folge beendet. Okay, lass mal nicht sterben. Lass mal bitte jetzt nicht sterben. Ich hab halt ernsthaft die Aufnahme in der Zwischenzeit schon abgemacht. Oh, wir haben ein Kackschiff gefunden. Ein Schiff, da oben sind die Elytra. Fertig. Nice, okay, die holen wir uns aber noch in der Aufnahme, oder? Oder sind da Elytra? Ja, da oben war noch keiner. Das ist safe Elytra und da Drachenkopf. Da ist sogar der Drachenkopf, Alter. Okay, sind wir safe beim Rüberbauen? Nö. Okay, nice. Also jetzt sollte ich halt echt nicht draufgehen. Ja, warte, komm nochmal zurück und gib mir die Enderchests und so. Was bringt dir das? Dann kann ich da hoch und mir das Zeug holen, im Notfall. Oh. Gerade hat sich mein Spiel gehangen, ne? Alter, nicht jetzt. Ich dachte gerade ernsthaft, mein Leben endet jetzt so. Nicht, wenn wir ganz kurz vom Ziel sind. Warte, ich komme rüber. Okay, also der Deal ist ganz einfach. Es ist ein Schalker unten hinten am Boot, unten oben am Boot und im Boot. Okay. Wir haben keinerlei Waffen. Ich habe keinerlei Schalker machen Schaden, richtig. Das heißt, hast du genug Cobblestone, um dich da hoch zu stacken? Ja. Dann machen wir das jetzt und zwar vorne am Boot. Einfach straight nach oben. Wir müssen ja nicht mal nach unten kommen. Drachenkopf willst du auch, nehme ich an? Wenn wir schon mal einen haben. Ja, wollte ich auch einen haben. Das kann ich ihn einfach so abbauen? Angehört.
Ich mach's mit meiner Silk Touch Hacke. Hä? Das hört sich nicht gut an. Warum? Weil das die Geräusche vom Schalker sind, aber hier darf kein Schalker sein. Ich hab so Schiss gerade. Ja, berechtigt, Alter. Berechtigt. Okay, also folgende Sache. Hier ist die Ender Chest. Wir holen erst deine Elytra, die sind wertvoll. Erst den Drachen, weil hier sind wir safe. Erst den Drachen. Den haben wir dann schon mal, den haben wir in der Tasche. Dann unterbau den Drachen. Sodass, wenn ich den abbaue, dass er nicht runterfallen kann. Oh oh. Was? Alter, hast du das nicht gehört? Dieses. Ja, ja, klar, das ist der Schalker. Der ist hier im Gebäude drin. Wenn der halt jetzt auf uns schießt, haben wir ein Problem. Wie stark ist der? Das Problem ist nicht der Schaden, den du direkt kriegst, sondern die Tatsache, dass du davon fliegst. Hier ist unterbaut. Okay, auch unter dem Drachenkopf selbst? Ja. Okay, hab ihn. Und dann ich nur da rein, zack. Ja, tu rein, ist egal. Ja, wir müssen den Schalker auf jeden Fall töten, der da drin ist. Warum? Siehst du da oben diesen Block da? Das ist ein Schalker, lauf rein. Schnell. Ich bin drin. Und jetzt? Okay, gut. Das ist schon mal ein Anfang. Oh Gott, da ist noch einer drin. Ja, kann genau. Man sich vor dem verstecken? So? Okay, das ist schon mal safe. Da drin sind Heal Potions, falls du welche brauchst. Ja. Alchemist einfach, meist GG. Okay, den müssen wir jetzt töten. Wie? Diese Dinger, die er schlägt, kannst du hauen. Oh Gott! Was machen die mit mir? Du schwebst davon. Was? Stopp! Die geben dir. Ich will nicht schweben! Deswegen ist es auch sicher wichtig, dass man hier drin ist, quasi. Weil man. Hilf mir! Was machst du? Ich schwebe gerade nach oben. Aber warum, Alter, bist du halt da raus? Ich wäre halt beinahe gestorben. Beweg dich nicht. Du kannst durch Half-Steps durchfliegen. Oh! Dann stirbst du. Warte, dann baue ich die Decke hier aus. Oh, fuck. Fuck. Okay, ich bin wahrscheinlich tot. Skate? Ja? Lebst du noch? Vielleicht überlebe ich's? Nein, ich werde sterben. Okay, wie hole ich mir den Elytra? Du musst den da drin töten? Warum töten? Reicht's nicht, wenn ich die Kiste gucke und mir den Lytra nehme? Fuck. Okay, das könnte ich aber noch überleben. Das könnte ich überleben, wenn ich jetzt sauber spiele. Du schaffst das, Geldmann. Das überlebe ich. Wo ist der Lytra denn? In einer der Truhen da oder was? Nee, der hängt direkt über dem Schalker. Komm schon. Okay, ich bin wieder drin, ich hab's überlebt. Wie viel Leben hat der Schalker? Der müsste gleich tot sein. Der ist tot. Ja. Das sind die Elytra. Ah, einfach raus, ne? Ich hab die Elytra. Cool, ich hol noch schnell den Loot hier. Schnell den Loot hier, halt deine Schnauz. Ich will einfach nur noch weg hier. Die musst du jetzt halt einfach in die Ender Chest packen. Und lauf. Ich lenk ihn ab. Sind drin. Okay. Och, fick die Wand an. Könntest du mir jetzt ruhig noch mit dem hier helfen? Ich hab Elytras Geld! Ja, okay, er ist down. Lass mal ein bisschen von dem lila Block abbauen hier. Den kann man auch selbst herstellen, der ist gar nicht so wertvoll. Echt? Wie denn? Achtung, hier kommt nochmal irgendwo her was her. Ja, egal. Wer ballert denn hier so aggressiv? Ich hab ne Elytra! Das war letztlich jetzt der Endkampf. Achtung, oh. Ach, da unten ist nochmal ein Schalker. Ja, servus. Grüezi. Was geht's so bei dir? Willst du mir bei dem helfen? Ich schweb hier schwul rum. Oh, wo bist du denn? Na, ich schweb hier gerade unten dumm rum. Nicht die Blöcke aufbauen. Oh. Ja, nun. Egal, YOLO. Wenn ich sterbe, ist mir auch egal. Oh Gott! Nicht crouchen! Ja, gut. 4, 3, 2, 1. Okay, ja, drauf. Einfach so. Er ist tot. Okay, ist down. Die sind gar nicht so schwierig. Nee, aber nervig. Ich will auch diese Plöppel haben. Ja, das sind, auch einzigartige. Oh Gott, Leute, ich hab Elytra! Ich hab einen. Das ist echt cool. Wir haben beide. Selbst lass zusammen damit rumfliegen. Aber nicht mehr heute Abend. Lass das irgendwann. Woche mal machen. Oh, ich hab auch einen Brewstand jetzt. Ich hab meinen ersten Brewstand. Nice.
Er läuft bei dir. Klim hat sich erstmal ordentlich abgestaubt hier. Nice. Klim gönnt sich. Klim gönnt sich. Hier ist nochmal ein Schalker draußen. Ich versuche den mal zu töten. Ja, mach mal. Jetzt ist eh alles egal. Jolo Schmolo, ist mir egal. Leute, ich habe Elytra. Diese Folge hat ein gutes Ende gefunden. Achtung, irgendwo ist hier, irgendwo muss jetzt hier ein Schalker sein, hier oben. Wollen wir noch aus jetzt Spaß mal kurz diese Enderfestung versuchen? Oh Gott! Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Ich will einfach hier alles zerlegen. Huch! Das Pathfinding von denen ist auch echt experimentell. Ich hätte ja gesagt unter dem Schiff, weil du das eben gesagt hast, aber da ist auch keiner. Vorsicht übrigens, wenn du hier jetzt runterfällst, da zwischen den Obsidian-Blöcken ist nichts mehr. Ach, dankeschön auch. Das, wie du es so früh sagst. Hä, du bist doch nicht gestorben. Ja, aber trotzdem, so langsam wird es hier oben gefährlich. Und nicht okay, wollen wir mal wieder komplett runter? Und dann... Wir können mal Spaß. Ich hab Face, ich hab safe Elytras, Alter, ist das geil, ey. Also wir können da rein, es gibt auch noch Loot da drin, also... Ja, also ein bisschen Spaß muss sein, oder? Wir müssen es schon versuchen. Das letzte Mal bin ich halt an dem Moment gestorben. Okay, ich baue mich meinen Turm einfach... Oh Gott, wieder runter. Ich baue mich einfach safe wieder runter, alles easy. Na warte mal, ich will mal schnell erst meine Sachen... Hä, nee, ganz viele Blöcke, mach das nice. Nicht, komm, bau dich wieder hoch, komm mal hier warum? Rüber. Warum? Man kann sich direkt oben rüber bauen. Ja, aber hier unten sind noch lila Blöcke, die will ich auch noch haben. Ach, komm schon. Ich mag lila Blöcke. Okay. Ja, außerdem bin ich jetzt schon unten, also... Petrol Seeds, bin ich echt nicht sichern. Also, du, ich, Kunga... G-Time. Ja, G-Time erster. Ja, das war dann, ja klar. Dann ich. Kunga, okay, du bist unten, ich bin oben. Pass auf, am Eingang sind auch zwei Schalker. Nicht, dass sie dich erwischen. Sie. Wie ich einfach das End schon auswendig kenne, ne? Oh Gott, ich schwebe. Ja, das kann schon passieren. Die Schalker schießen sich gegenseitig ab. Ja, versuch dann einfach unter dir so... Ich bin in der zweiten Etage übrigens. Ja, ja, man schwebt schon gut rum, man stirbt halt dabei. Levitation, Alter, richtig geil, damit könnte man... Ich hab damit nur so ein Ding gesehen, dass ich... Oh Gott, die können hier reinkommen. Ja, die porten sich auch. Okay, einen habe ich tot. Hä, die sind voll cool, die Gegner. Die sind richtig cool. In Main Raum müssen so richtig viele sein davon. Okay. Ich habe zwei, habe ich tot. Fuck. Okay, das könnte jetzt ein Problem werden. Oh Gott, was ist mit den Partikeln? Die kann man wegballern? Die kannst du töten, ja. Oh, der Elytra, der dritte ist auch tot, nice. Die Partikel sind richtig doof. Okay. Warum hat man keine Zeugkörper? Ist da nichts, ne? Okay. Aua, ich krieg Schaden. Du bist im Tower drin, hä? Gut. Nee, ich bin gerade hier oben gewesen. Und ja, ich sehe hier einen Cobblestone. Ah, da bist du, okay. Ja, ich bin hier oben. Das ist eigentlich voll die geile Treppe. Ich bin ja vor allem auch auf die Endrods hier aus. Also oben müsste nochmal irgendwo Loot sein. Hast du mal einen Cobblestone weggemacht? Ja. Okay. Weil ich sonst nicht hochgekommen wäre. Ich will jetzt erstmal die Endrods hier schnell sichern. Oh, kannst du hier auch ein paar mitbringen? Ich möchte auch ein paar Endrods haben. Hol dir selber. Einfach abbauen. Es ist ja alles kostenlos. Alter, ich habe ein Problem. Ja, ich sterbe. Ich sterbe jetzt. Nee, doch nicht. Ich habe den Typi noch getötet. Du hast ihn getötet. Nein, der ist als wegteleportiert, der Arsch. Ja, das kann auch gut sein. Aber wäre echt nice, wenn du mir ein paar Endrods mitbringen würdest. Wie gesagt, oh Gott! Jetzt save 14. Ich komme zu dir. Hey, hier ist ein Banner. Oh oh. Ja, das sind die okay, jetzt habe ich ein Problem. City Banner. Ja, bau dich nach oben. Genau. Ja, genau. Einfach nach oben bauen. Und mich hat noch so ein Ding getroffen. Ja, einfach weiter nach oben bauen. Ja, dann kann ich mich hier nachher wieder nach unten bauen, ne? Ja, ich komme mal zu dir hoch. Okay, auf dem anderen Dach sind auch noch Endrods. Okay, warte, ich muss eben was essen. Alles safe, Alter, alles geil. Boah, das ist richtig cool, ey. Mir gefällt das End mega gut. Ich werde nie wieder herkommen, aber mir gefällt das mega gut. Ich gehe ins normale Ende und baue mit Spark dann eine Enderfarm. Hier ist aber gar kein Loot hier oben, ne? Hey, wo bist du? Auf dem Dach. Achso. Ich will mir so einen Banner mitnehmen, als Erinnerung. Ich habe mir gerade welche abgebaut. Aber kannst du mir auch eins geben dann? Ah, warte mal, da ist noch eins.
Upp. Es ist runtergefallen. Okay, ich hab so einen Banner. Ja, bei mir auch. Oh Gott, ich wäre fast hier diese mega cranke Treppe runtergefallen. Black Embedded, aber das ist echt nicht wertvoll so, also... Ja, egal, ich will's halt irgendwo hinhängen. Ja. Also eins liegt auf jeden Fall noch unten. Ich will mir die Endrods hier drüben noch gönnen. Ja, ja, mach ruhig. Die hast du hier die Typis gekillt? Nee, hast du nicht. Ja, die sind alle tot da drüben. Nein, da ist noch einer. An der Wand. Was? Ja. Scheißviecher, ey. Das gibt's echt nicht. Wie die weggucken, so plopp. Kann man sich die irgendwie abbauen oder so oder mitnehmen? Nee, das sind Mobs. Die sehen aus wie Blöcke, aber es sind Mobs. Vor allen Dingen ist der eine Mobs jetzt fast tot. Und er ist tot. Also theoretisch, wenn das hier, das ist ein sehr kleines End-City, also wirklich die kleinstmögliche Version, wo es noch einen Chip gibt. Aber ich kann mich eigentlich mal mit der Levitation nach draußen begeben und hier hochklettern. Verdammt. Sind da noch welche drin? Nee, aber hier sind Endrods. Ach, kacke, wir müssen jetzt wieder aufs Schiff zurück, ne? Um die Endrods dann in die Ender-Chest zu tun. Ja, aber das ist ja nicht das Problem. Okay, jetzt habe ich 4 Endrods, das reicht ja. Ist halt tatsächlich so, ne? Das Einfachste ist, sich danach umzubringen. Ja. Es ist halt viel zu weit weg einfach. Viel, viel zu weit weg. Was ist das eigentlich für Stein? Der ist auch cool. Man kann sich den ganzen Stein auch herstellen aus den Choruspflanzen, die hier überall rumhängen. Kann man? Ja. Oh, hier sind noch Endrods, geil, die nehme ich dann nochmal mit, wenn wir hier noch welche haben. Das Einzige, was ja wirklich kostbar ist, sind Endrods, so. Ich weiß nicht, wie viel du hast, aber wenn du willst, können wir die Endrods nachher zusammenpacken und teilen. Nee, ich habe, glaube ich, 14, 15 Stück oder so. Okay, also, dann hab ich sogar weniger als du. Ja, eben, deswegen. Naja, sonst halb zu wild, hätte ich halb mehr zu gehabt, wild. Hätte ich dir das auch angeboten, also sowas nicht. Ja. Wir hatten echt Glück, also ich war eigentlich soweit aufzugeben, so. Ich war auch schon kurz davor aufzugeben. Hättest du aufgegeben, hätte ich auch aufgegeben. Aber als du dann sagst, ich wollte eigentlich aufgeben. Ich wollte mich nur noch treffen, um dir die Kiste zu geben. Und in dem Moment hast du es. Oder nee, ich hab's gefunden. Habe ich das zweite gefunden. Das war echt krass. Das hat auch echt Spaß gemacht, muss man sagen. Das war wieder. Das hat man noch in Minecraft noch nie gemacht irgendwie. Ja, das stimmt. Das ist was Neues. Weil es neu ist, ne? Alter. Du kannst die Treppe nehmen. Ich baue weiter. Nimm die Treppe. Endlich zu Hause. Könnten jetzt auch zurücklaufen, ein paar tausend Blöcke. Ja. Aber sind wir mal ehrlich. Wer will das schon? Ah, warte, ich snack mir mal eben die Endrods hier noch vom Schiff. Oh Gott, hier ist noch irgendwo einer. So, Skate, wir können. Wollen wir gemeinsam springen? Nee, warte, ich muss noch schnell meinen wertvollsten Kram irgendwie hier reinhauen. Hier, das Steak ist jetzt nicht so wertvoll. Oh, Endercrawl habe ich noch eins. Bedrot Seeds. Healing Potion oder Eisen. Ist mir sogar Eisen wertvoller als ein Healing Potion. Ich habe 55 Dragon's Breath. Das ist auch richtig cool. Ja, davon hätte ich gern ein paar ab. Weil meine sind ja alle weggegangen, weil ich mich ja umgebracht habe, als ich bei dir war. Die Eisenrüstung ist rein gar nichts wert. Kann ich irgendwas? Okay, Pistons und die sind nichts wert. Ich baue mir noch ein paar pinke Steine ab, weil ich die gerne mag. Oh ja, das würde ich auch noch gerne. Endrod Bricks. Die sind auch ziemlich cool. Davon nehme ich mir auch mal mit. Oh, und die auch, ja. Steak. Da habe ich jetzt echt nichts mehr Kostbares im Inventar außer Cobblestone. Ach, hier habe ich noch ein bisschen Treppen, alles klar. Pisten, Instant Health, Potion. Du willst echt nichts Dummes in den Tod reißen, ne? Aber ich glaube, das passt so. Willst du nochmal kurz herkommen? Dann gebe ich dir deinen Drachenkopf. Hast du diese Früchte? Chorusfrüchte? Mhm. 44 Stück. Kann man die anpflanzen in Dingens? Das weiß ich nicht. Vielleicht auf Endstone. Ich glaube es aber nicht. Aber es gibt ja so viel Zeug. Also es ist nicht teuer. Wenn ja, dann... Oh Gott, wäre ich fast hier runtergefallen. Ja, dann wäre der Dragonhead ganz geil eigentlich. Da. Nice, vielen Dank, Mann. Hast du noch Platz bei dir?
Ich habe noch Platz, jo. In der Chest. Also wenn du irgendwas reinpacken willst, gib her, dann packe ich es dir rein. Das ist zwar überhaupt nichts wert, aber es ist auch Steak, weißt du? Ja. Brauchst du noch Bedrot Seeds? Bedrots und was? Oder hast du die schon? Rote Beete. Kriegt man die nur hier oder was? Das Eisen passt nicht mehr rein. Aber ich hab zu Hause welche. Ja, kriegt man die nur eher? Scheißegal. Okay, wollen wir, aber lass aus der Welt fallen dann, wenn überhaupt, ne? Ich baue jetzt hier mal ganz kurz eine coole Plattform. Schon irgendwie edel. Hast du Holz? Nee, nix. Ah, verdammt. Hätten wir ein Schild machen können, meinst du? Ja. Oder wir bauen mit Cobblestone hier S und ein C hin. Ist mir hier jetzt drauf. Zu aufwendig. Okay. Bei 3? Ich will nicht. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Ich will eine Plattform. Also wenn schon, eine kleine Plattform. Warte, ich baue uns hier ein Sprungbrett drauf, okay? So ein Sprungturm. Okay. Es ist ein bedeutungsloser Tod. Okay, aber es ist ein wichtiger. Sprungbrett. Sollen wir? Das ist so geil. Kürbis aus. Ah ja. Und jetzt F5. Machen wir noch ein Selfie. Ich mache mein ganzes Inventar leer. So, ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Ja, okay, da ist der ewige Tod. Schreib noch Beine in den Chat. 3, 2. Warte, auf was springen wir? Bei 1 drücken wir die Leertaste. 3, 2, Leertaste. Genau. Okay. Okay. 3, 2, 1. Oh. Ich hab noch Elytra im Inventar. Echt? Nö. Nein. Du kannst sagen, Alter. Das ist nie was immer. Sollen wir jetzt einmal mit der Elytra rumfliegen zusammen? Ich hab gar keine Ender-Test bei mir zu Hause. Nee. Das Risiko gehe ich nicht ein, Alter. Kannst du mir noch ein. Es sind so viele Leute. Kannst du mir noch einen letzten Gefallen tun? Bitte? Kannst du mir noch einen letzten Gefallen tun? Willst du eine Ender-Chest oder was? Ja, Mann, ich hab keine. Ich hab jetzt auch keine mehr, weil ich alle mitgenommen hab. Ich hab auch selbst keine Ender-Chests mehr. Auch keine Enderperle oder ein Blaze-Powder oder so? Oder Obsidian hab ich noch. Doch, ich kann dir sogar. Ich kann dir sogar eine craften. Riol hat einfach einen Drachenkopf auf. Wir alle jetzt auch mit dem neuen Loot aus dem End so rumlatschen. Schon sexy. Blaze Powder, bin ich dumm? Müsste doch hier sein. Achso, hier sind Blaze Rods. Oh, ich bin so froh, dass es über die Bühne ist. Leute, die Folge wird auf jeden Fall geschnitten sein. Ich weiß noch nicht wie, aber das war ziemlich cool. Und ich glaube, nächste Folge oder so, nimmst du jetzt gleich noch eine auf? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal Pause. Okay. Weil ich muss seit einer halben Stunde meine Freundin anrufen. Heilige Scheiße. Dann schöne Grüße auch auf jeden Fall, ne? Ja, nee, also, ich leg dir hier die Ende Auge in die erste Chest. Ich bin da, ich bin vor dir. Okay, da drin ist sie. Und ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Danke, Mann. Jo. Macht's gut und tschüss.